Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und hier habe ich euch mal wieder etwas mitgebracht, und zwar den Tier 5 Zerstörer Fuchin. Ich hoffe, er heißt so, der wird so ausgesprochen. Hierbei handelt es sich um einen besonderen, da es diesen jetzt nur zu Halloween geben wird. Und zwar ganz genau am 27.10. wird es den geben. Für sehr, sehr, sehr kurze Zeit und dafür danach für sehr, 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 sehr lange Zeit nicht mehr, was so wurde es mir zumindest gesagt. Und dementsprechend solltet ihr also dazu greifen, wenn ihr den denn wollt. Und was ganz Besonderes, für jeden, beziehungsweise für einen, so muss ich es richtig sagen, für einen Glücklichen, der bekommt sogar hier auf YouTube einen. Ganz einfach dafür, seid Abonnent und kommentiert das Video. That's it. Nun also zum Schiff, beziehungsweise zu den Eckdaten. Wir gucken uns die Module an. 120 mm Geschütz, 6 Schuss die Minute, 25,7 Sekunden Drehgeschwindigkeit und 2000 Schaden auf beiden Granatentypen. 11.100 Struktur. Die Torpedos gehen 7 km weit bei 48 Knoten und ihr schießt 1,4 Mal pro Minute, 14.400 Gesamtschaden. 7,6 Kilometer die Reichweite der Geschütze, 38.500 Schaden der Kanonen. 38.500 PS, Entschuldigung. Wir haben folgende Module, ihr seht die Flakbewaffnungsmodifikation 1, Hauptbatteriemodifikation Nummer 1 und Torpedowerfermodifikation Nummer 1. Dann gibt es auch noch die Modifikationen 2 oder die Feuerleitanlage Nummer 1. Und ihr seht hier Steuergetriebe-Modifikation, Antriebsmodifikation und Schadensbegrenzungssystem. Diese Module könnt ihr einbauen. Trefferpunkte haben wir schon gesehen. Panzerung ist natürlich sehr reduziert und auch die Artillerie ist jetzt nicht unbedingt das Prachtstück. Mehr Spaß sollten die Torpedos bringen. 3x2 Stück. Alle praktisch hier mittig angeordnet, sodass sich maximal 6 auf einer Seite ergeben können. Flugabwehr sehr reduziert, also da solltet ihr nicht unbedingt drauf achten und warten. Dann Höchstgeschwindigkeit 37,7 Knoten, 550 Meter Wendekreis und natürlich typisch für einen Zerstörer einen sehr schnellen Ruderstellzeit mit 2,9 Sekunden. Die Verborgenheit aus Oberflächensichtbarkeitsreichweite 6,2 und aus der Luft bei 3,1. Das sind die nackten Zahlen. Jetzt aber viel wichtiger, wir wollen das Schiff live sehen. Also dementsprechend springen wir ins Gefecht oder vielleicht noch eins. Tarnung gibt es ja natürlich auch. Aber mit der Tarnung zerstört ihr den ganzen schönen Skin. Dementsprechend vielleicht überlegen, ob es diesmal unbedingt eine Tarnung sein muss. Jetzt aber ins Gefecht und bis gleich. Nun sind wir also im Gefecht. Los geht's. Bin etwas spät reingekommen, weil es einfach ab und an in der Aufnahme etwas länger dauert, beziehungsweise dementsprechend länger lädt. Aber nun sind wir auf der Karte Norden und wir sehen 7er, 6er, 5er Gefecht. Also hier leider dann nur Low-Tier. Macht aber nichts, hoffe ich zumindest mal. Sondern wir werden hier unser deutschestes aller japanischen Schiffe, würde ich schon fast sagen, aufgrund der schwarz-rot-goldenen Bemalung in die Schlacht führen. Erinnert mich übrigens gerade an die Cavalier hier oben mit dem Aufbau, beziehungsweise mit der Brücke, die im Freien liegt. Mit diesem, ja, mit diesem Stoff oben. War bei der HMS Cavalier, wo wir in Chatham waren, exakt dasselbe. Ich kann mir schon vorstellen, wenn da mal raue See war, dass das nicht unbedingt der schönste aller Plätze ist auf so einem Schiff. Aber in die Verlegenheit bin ich ja nie gekommen, von dem her keine Ahnung, wie es da wirklich ist. Ich hätte ja auf dem Schiff schlafen sollen, aber da habe ich mich dann doch umentschieden aufgrund der Nacht davor und habe dann das Hotelzimmer mit Rio geteilt. Ist ja den meisten eh schon bekannt. Nun aber genug von Rios und meinen Bettgeschichten, sondern jetzt wieder hin zum Zocken.
Da drüben die Murmansk. Da drüben die Nikolas. Der B-Punkt ist gerade frei. Den werde ich doch einfach mal versuchen zu cappen. Weil bevor ich hier untätig rumfahre, mache ich doch das jetzt einfach mal. Muss nur aufpassen, die Murmansk könnte da natürlich jetzt in Bälde hier auftauchen. Vielleicht schieße ich sogar mal auf die im Sinne von den ein oder anderen Torpedo. 7 Kilometer Reichweite haben wir, 6,3 gehen wir auf. Also das muss man einigermaßen gut timen. So viel dazu. Ah, das war nix. Da müssen wir echt aufpassen. Aber wenigstens haben wir hier die Cleveland neben uns, die uns da hilft. The enemy team has taken the lead. Da halten wir jetzt einfach mal die Torpedos drauf. Cleveland soll den Rest machen. Schnelle Nachladezeit, das ist ein ganz klarer Vorteil. Jetzt kommen aber nur die Flugzeuge da gefährlich nahe. Die wollen doch nicht uns. Doch, natürlich. Da sieht man gleich, Ranger geht hier auf uns. So, jetzt konnten wir auch reparieren. Aber das hat so ein bisschen was gekostet. Die Murmansk ist auch tot. Und hier die Königsberg. Die will da gleich rumkommen. Dementsprechend, die begrüßen wir hier vielleicht das Schnabeltier einfach noch direkt mal mit ein paar Torps. Aufpassen hier die Insel. Aber die kommen leider nicht an. Viel hat nicht gefehlt. Hat Schnabeltier leider aufgepasst. Anders als ich jetzt hier mit der Insel. Our team has taken the lead. Aber gerade so... Ne, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, gerade so noch rumgekommen, aber... Da war die Insel noch ein Stück weiter als erwartet. Aber weit genug weg. Von dem her. Hier jetzt, Gott sei Dank, das nicht nachteilig für uns. Bisschen HP haben wir verloren. Aber alles noch im grünen Bereich. Hier drüben kommt eine Miyoko. Das wird so das nächste Ziel sein, an dem ich mich versuche. Die Miyoko ist hier auch schon mit der Cleveland am Fighten. Ich bin ja gespannt auf den Fahrweg, ob der so bleibt. Oder ob sich der verändert. Da hinten der Zerstörer, der geht Gott sei Dank nicht auf unseren Flugzeugträger. Dafür ist unser Flugzeugträger glücklicherweise an der ganz anderen Seite der Karte. So, die Miyoko dreht jetzt hier wohl bei. Und da schicken wir mal unsere Aale ins Wasser. Ja, jetzt dreht sie so nach rechts ein, leider. Ungut. Jetzt kommen hier die nächsten Flugzeuge wieder. Dementsprechend zumindest mal einen Boost anmachen. Ah, Gott sei Dank, unser Flugzeugträger passt auf. Schickt hier Jäger auf die gegnerischen Bomber. Sehr gut. So, wieder nachgeladen. Also wie gesagt, das seht ihr, das geht ganz schnell.
So, jetzt muss ich mich zumindest wenigstens versuchen, in den Schutz der Miyoko und der Nagato zu flüchten. Weil ich bin jetzt hier gleich offen. Da, ist es schon soweit? Aber in dem Fall, diesmal geht es ja ausnahmsweise nicht auf mich. Das war jetzt mein Glück. Und nun werden wir mal zumindest versuchen, die Warspite anzugehen. Aufpassen hier auf dem Miyoko, aber... Da droht kein Ungemach. Und schon wieder durch Flugzeuge aufgeklärt. Also Flugzeuge ist einfach das Schlimmste mit dem Zerstörer, was es so gibt. Wir setzen mal den Rauch. Ein Torpedo trifft wenigstens. Wassereinbruch hat er auch erlitten. Wie gesagt, wichtig und gut, dass er jetzt auch auf uns zufährt in dem Augenblick, weil damit verringert er seine eigene Distanz zu uns. Flugzeuge bleiben aber hier weiterhin über uns die ganze Zeit. Natürlich eben dadurch, dass wir jetzt offen sind. Noch ein Wassereinbruch. Deswegen hier halten wir auf dem mal weiterhin drauf. Es klappt ja ganz gut mit dem Nachbarn. Schön, dass sie hier so auf uns fixiert sind. Dementsprechend haben wir hier die Cap Points. Und 300 ist nicht mehr viel, 200 Punkte. Die treffen diesmal nicht. Na, ganz knapp. Der dreht jetzt ab, aber dafür können wir es jetzt mal mit der Fuß auf die Art und Weise probieren. Wie gesagt, hier einfach wieder die Distanz schaffen. Lasst ihn da einfach reinfahren, bleibt zu und lasst eure Torpedos den Rest machen. So, noch ein Ausfall sogar des Antriebs. Und das gleiche Spiel wieder. Es ist ein Geduldsspiel. Ohne Frage. Aber es wird halt belohnt. Am Ende des Tages. So, jetzt bekommt er da auch noch... Oh, oh, oh. Diffuso hat jetzt gleich richtig Probleme. Ah. Wenn sie nicht in meine Fahrt, dann nimmt sie halt die gegnerischen mit, die von unserem. Von unserem Flugzeugträger, will ich natürlich sagen. So, jetzt wurden wir hier hart getroffen, aber dadurch, dass das Game eh gleich rum ist,
Ist das jetzt wurscht? Ah, jetzt treffen uns die Sekundären. Aber tschüss, würde ich sagen. Da haben wir uns dann nochmal in die Action gestürzt und wurden dafür belohnt. So soll es sein. Und ein Sieg wird es auch noch. Vier Torpedotreffer. Noch ein paar Hits gemacht. Und das als Low-Tier. Ich würde sagen, damit kann man leben. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich hier noch zerstört werde von den paar Bombern. Deswegen hier so beidrehen, dass er möglichst lange braucht. Und drei Tickets sollten noch weggehen in der Zeit. Yep. Weil das hätte noch eng werden können, muss ich gestehen. ...136.000 Credits gab es mit dem Premium. In der Teamwertung sind wir hier zwar im unteren Mittelfeld, aber damit kann ich, wie gesagt, gut leben. Tier 5 im 7er. So soll es sein. Es waren knapp über 41.000 Schaden. Auch das ist okay. Also von dem her. Wenn ihr da vielleicht sogar geübter seid als ich und auch gerne Zerstörer fahrt, ihr wisst, abonnieren, kommentieren und der ein Glücklicher bekommt dann dieses Schiff in seinen Hafen gestellt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ach ja, man muss natürlich sagen, das Ganze geht bis zum... Jetzt muss ich kurz gucken, welches Datum das Gewinnspiel ausläuft, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Bis zum 25. 25. wird Auslosung sein, beziehungsweise 26. ist Ende. Also probiert es euer Glück zu sagen. Bis dann. Tschüss.